Hans-Peter, als Bataillonskommandant bist du heute unser Gastgeber. Herzlichen Dank fürs Vertrauen, dass wir diese Veranstaltung zustande gebracht haben. Wie stark war das Bataillon mit Kettenfahrzeugen ausgerüstet, so zu Spitzenzeiten? Von wie viel reden wir da? Ja, Spitzenzeiten, die Kaserne Messelbach, wir hatten so an die 50 Schützenpanzer und sag jetzt einmal 30 Jagdpanzer. Und insgesamt, also mit den ganzen Bergefahrzeugen, hatten wir einmal Spitzenhöchststand war 104 Kettenfahrzeuge. Ja. Jetzt haben wir 7. Lang ist her. Ein schöner Anblick. Lieber Hermann, wenn ich da die alten Schützenpanzer und Jagdpanzer hier sehe, wir haben ja heuer das 85-jährige Jubiläum der Garnison, der Kaserne Misselbach. Und ich sage jetzt immer, Fahrzeuge und vor allem Kettenfahrzeuge sind ein wichtige Zeitzeugen der Geschichte. Und das sind wirklich eindrucksvolle Dokumente, die diese Geschichte hier präsentieren. Ich bedanke mich, ja, und das ist, erfreut mich wirklich hier, dass wir heute auch diesen Tag durchführen können, wo wir diese Geschichte wieder aufleben können. Wir wünschen der Garnison zum 85-Jährigen alles Gute. Wir danken für die Zusammenarbeit, für die Feier heute, dass das funktioniert, und auch für den morgigen Tag hoffen wir, dass es so weitergeht. Viel Soldatenglück. Danke.